Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. Wir stellen euch unser Lerntracking-System vor. Dieses System soll Studenten verschiedene Tracking-Methoden näherbringen, die Stärken und Schwächen bildlich darstellen und somit auch die möglichen Anwendungsgebiete verdeutlichen. Das System soll in Zukunft ein visuelles, ein magnetisches und ein akustisches Tracking besitzen. Wir haben die nötige Hardware für den Einsatz der drei verschiedenen Tracking-Systemen verbaut, jedoch nur eins, das akustische Tracking, softwareseitig implementiert. Die anderen beiden warten noch auf ihre Umsetzung. Zur Datenverarbeitung sind ein Arduino und ein Raspberry Pi verbaut. Der Arduino koordiniert die Aktoren und nimmt die Rohdaten der Sensoren auf, um sie anschließend in aufgearbeiteter Form an den Raspberry Pi weiterzuleiten. Alle verbauten Sensoren, auch die noch nicht verwendeten, sind schon mit dem Arduino verbunden. Der Raspberry Pi berechnet aus den Messdaten das Tracking-Ergebnis und stellt es in der Benutzerschnittstelle dar. Arduino und Raspberry Pi kommunizieren über eine serielle Schnittstelle. Das Grundgerüst unseres Systems besteht aus Aluminiumprofilen von ITEM. Der Rahmen bildet die Begrenzung des Arbeitsbereiches. Innerhalb des Rahmens kann das Target frei in zwei Dimensionen bewegt werden. An beiden Achsen der Arbeitsfläche sind Skalen angebracht, um die tatsächliche Position des Targets abzulesen. Das Target selbst besteht aus einem Trägerprofil mit einem Ultraschalllautsprecher und einem magnetischen Sensor. Die für das akustische Tracking notwendigen Sensoren, also Ultraschallempfänger, wurden auf dem Rahmen fest montiert. Sender und Empfänger sind modifizierte HC-SR04 Ultraschallentfernungsmesser. Durch den Arduino gesteuert, sendet der Lautsprecher ein Signal aus. Der Arduino misst die Zeit, bis die Sensoren das Signal aufnehmen. Diese Messdaten sendet der Arduino an den Raspberry Pi. Der Pi berechnet aus den Zeiten jeweils die Distanz zwischen Target und Sensoren. Mit Hilfe einer Kreisschnittpunktformel kann nun die Position des Targets berechnet werden. Die Position wird dann auf dem Touchdisplay als grüner Punkt angezeigt. Für diese Berechnung wird eine genaue Schallgeschwindigkeit sowie ein genau bestimmter zeitlicher Offset der gesamten Elektronik benötigt, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Das Problem? Diese beiden Größen können sich verändern. Darum ist es notwendig, das Tracking zu kalibrieren. Dazu muss ich nur diesen Button auf dem Touchscreen drücken. Die Software zeigt nun über Pop-ups an, was ich zu tun habe. Wir fahren zwei verschiedene, vorher festgelegte Positionen hintereinander an und die Software berechnet daraus die aktuelle Schallgeschwindigkeit sowie den Offset der Elektronik. Die grafische Benutzerschnittstelle bietet auch die Möglichkeit, die Logeinträge der Software direkt einzusehen. In der Liste werden alle Ereignisse aufgeführt. Darunter fallen zum Beispiel auch die Ergebnisse der Kalibrierung, Fehlermeldungen oder Warnungen. Über einen Button kann die automatische Aktualisierung deaktiviert werden. Wir hoffen, wir konnten euch unser Lerntracking-System etwas näher bringen. Vielen Dank für euer Interesse.